Na gut, dann geht's mal weiter. Ach du Scheiße, da sind da Bilder von uns. Ach so, wahrscheinlich von der Rose, weil die uns so mag. Aber trotzdem, das ist krank, Alter. Richtig krank. Aber es ist doch jetzt nichts passiert, Rose oder? hatte mir einen Tag gestohlen. Wir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Okay, dann hat sie uns Ich doch was konnte nur genommen. Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ich kann nicht mehr. Und Ja, meine genau. Mami. Ich hätte mehr Geld für dich. Ich sehe so verdammt gut. Sieht so gut, verdammt gut aus. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Alter, alle Leute sind hier fix Kaffee? und fertig. Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Ach du Scheiße, es ist dunkel. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Oh Mann. Scheiße, habe ich keine Lampe oder sowas ähnliches? Das ist echt dämlich. Zum Auto gelangen. Okay, da ist das Boot. Das heißt, wir müssen den gleichen Weg wieder zurückgehen. Ah, Mist, 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 Mist. Ellen, nimm dir doch einfach mal eine Taschenlampe mit. Oh, das Rauschen ist ja auch eklig. Das Radio stand aber vorher noch nicht da. Dann hören wir uns mal an, was es zu sagen hat. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBFFM. Hey Pat, hier ist Walt Snyder. Ah, was gibt's, Walt? Ja, okay, ich werde mal weitergehen. Das wird sonst ein bisschen zu lange ausatmen. Das Auto, Mann, wo stand jetzt das Auto? Sind wir von da gekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Story hat mich so gefesselt. Und das war jetzt kein Sarkasmus. Ich meine das ernst. Oh, da hinten steht wer. Ich habe jetzt Angst, dass jetzt alle hier wieder zu irgendwelchen Monster, Mutanten, Albträumen mutieren. Ach, scheiße, Leute. Ich werde das mal gucken, ob ich hier wieder irgendwas finde. Ich höre ein Kind. Ich höre ein Kind. Alter. Mach die Tür auf. Habt ihr das auch gehört? Babyschreie. Babys in Horrorspielen sind Kacke. Mann, das ist so gruselig. Jetzt haben sie es. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt Gott passiert? weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh. Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Shit. Wo muss ich denn lang? Ach du Scheiße. Nicht rennen, Mann. Ellen kann doch nicht rennen. Das wird nichts. Dann kannst du dich gleich stellen. Wie, du rennst nicht ordentlich. Dann gibst du was auf die Schnute, ey. Und Hunde sind auch noch dabei. Scheiße. Ach herrje, ach herrje. Wir haben doch gar nichts gemacht. Hey Alan, du wolltest dich ein bisschen erholen, du arme Sau. Und jetzt so eine Scheiße hier. Aber auch mit diesen langen Zwischensequenzen, also okay, wenn man so. Nein, den werde ich nicht versuchen. Lass mich durch. Mit diesen Zwischensequenzen, dass man tagsüber auch nur mit den Leuten quatscht, das ist überhaupt nicht schlimm. Also es wird nicht langweilig. Wirklich nicht. Verteilt euch! Eieiei, nein! Lasst mich in Ruhe! Ich muss mich mit deinen Führern treffen. Wer hat denn die Polizei jetzt gerufen? Der Typi? Scheiße.
Also eine Karriere ist voll. Bisschen wie lang? Spring mal. Ich weiß nicht, wo lang. Irgendwann verlaufen wir uns noch. Scheiße. Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Aber wir sind richtig, weil hier eine Manuskriptseite ist. Und weiter geht's. Aber wir haben kein... Wir haben gar nichts dabei. Wirklich gar nichts. Nicht mal eine verpiepte Taschenlampe. Oh nein, 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 nein. Holy shit! Wie ist das denn jetzt passiert? Okay, die Polizei sind wir los. Scheiße. Wie viele Kontrollpunkte kommen denn noch? Wir haben immer noch nichts, Leute. Scheiße. Aber ich fühle mich eigentlich mit der Polizei echt wohl. Zu wissen, dass andere Menschen da sind, auch wenn sie uns umbringen wollen. Vielleicht da sind und was sehen, wenn wir von irgendwelchen Monstern angegriffen werden. Alter, Alter. Ach du Scheiße. Nein, Brücken. Nein, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Und die Lampe geht gleich aus. Ich hab's gewusst. Ha, ich weiß sowas. Ist ja klischeehaft, das ist ja schon... Das wusste man ja. Alter, was, wie fahren die Leute? Das Grauen war einfach überall. Mhm. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller hier. Keine Monster. Eieieiei. Wir haben wieder den Kontrollpunkt erreicht. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Wow! Eieiei! Aua! Scheiße! Wie soll ich denn ausweichen? Oder sind die verfolgen die Vögel Helikopter? Tatsache! Du leckst mir aber in den Arsch. Das glaubt man ja wohl selber nicht. Ach, holy shit. Da will mir einer was erzählen, ey. Ich will zurück. In die, nach New York. Huch, können wir das benutzen? Tatsache. Soll ich das benutzen erstmal? Ja. Also zoom mit der linken Maustaste und ansehen einfach, wenn man die Maus bewegen will. So. Ist das die Tankstelle? Nee. Ach du Schreck. Nicht, dass wir da jetzt hin müssen, das wäre jetzt ein bisschen doof. Naja, dann gehe ich mal hier rein. Eine Thermosflasche wieder. Sehr schön, sehr schön. Sonst noch was? Ah, das heißt Schnupfen. Tut mir echt leid, Leute. Ich nehme auch heute nicht so lange auf. Thornton hier. James, wir haben Wheeler und Rose in Haft genommen. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Ja, wie denn auch? Hey, Malke, pass mal. Komm schon! Hinsetzen, geben Sie mir das! James, Mulligan hier. Hände! Sprechen Sie, Mulligan. Ende. Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, was müssen wir denn jetzt machen? Gut zu wissen,
Ich habe immer keinen Bock, die Gespräche zu unterbrechen, aber das ist einfach viel zu viel. Sind wir wirklich falsch? Nee. Es ist doch jetzt ganz schön ruhig geworden. Muss ich hier... Nee, ich muss ja nicht hier runter, oder? Na doch. Ja, dann bin ich tot. Sorry, Leute. So, liebe Freunde, ich musste eben ganz kurz die Aufnahme abbrechen. Tut mir sehr leid, ist was dazwischen gekommen. Ja, jetzt muss ich wieder kurz reinkommen. Das ist echt doof gerade eben gewesen. Ah, shit. Auf jeden Fall habe ich dann kurz gesehen, dass wir nämlich hier lang müssen und nicht darunter. Das ist doch zum Kotzen. Huch, was ist los? Und wir haben ja immer noch keine Taschenlampe gefunden. Das kotzt mich riesig an. Wie sollen wir das denn schaffen, Mann? Aber irgendwie, es wird schon. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Ach du Scheiße. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Sag mal, wie soll ich denn da hinkommen? Alter. Okay, das wird lang und heftig. Das wird richtig heftig. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Tja, ja, die Taschenlampe fehlt, Kumpel. Scheiße. Da muss es auch irgendwo eine Taschenlampe geben. Ich hätte schon Schattenbarrikaden. Was kommt als nächstes? Ein Schattentraktor oder Panzer? Was ist das? Was ist das? Licht. Ah! Riesentaschenlampen. Nice. Und eine Thermosflasche. Ach ja, und außerdem fand ich es besser, die Aufnahme abzubrechen wegen meiner Erkältung. Mittlerweile geht es wieder einigermaßen. Hab Nasenspray. Der Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Ich hab's doch gerade eben geschafft. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich arbeite im Voraus und könnte das Spiel verarschen, aber nein. Kacke. Treten? Ah. Schriftsteller. Herrlich. Taka, 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 taka. Das sieht aber jetzt gut aus. Was Alice wohl gerade macht? Huch. Geil. Haha. Das ist tight. Wie, er ist jetzt kaputt. Ich dachte, das Ding können wir jetzt mitnehmen. Auf den Rücken packen, die Abschrauben auf den Rücken packen und dann damit die Schatten vertreiben. Shit. Das ist doch kacke hier. Und immer noch keine Taschenlampe, das kotzt mich ein bisschen an. Aber das wird wohl heißen, dass auch im Moment noch keine Schatten kommen werden. Oder ich sag mal lieber nix. Kontrollpunkt erreicht. Huch.